als erster hier ins Viereck geritten in Mannheim und hat sich mal so eben, würde ich sagen, den Sieg direkt gesichert. Michael Klimke hier in Mannheim, da kennen Sie sich gut aus, da kommen wir nachher drauf. Erstmal zu heute. War das eine super, super Runde? Ich war sehr zufrieden. Das ist einfach ein ganz tolles Pferd. Harmonies Diabolo, ein Desperados-Nachkomme, Desperados Rousseau, gezogen von meinem Freund Ingo Pape in Hemoor. Gehört Harmony Sport Horses, mit denen ich seit langen Jahren verbunden bin, die das Pferd erworben haben. Ich habe ihn seit 6 Jahren hier und ich muss sagen, es ist wirklich eine Freude, weil der ist echt unkompliziert. Der will, wenn ich keinen Fehler mache, macht er auch keinen. Der ist ja sehr groß, aber trotzdem wirkt er dabei sehr elastisch. Ist das auch so das Gefühl, was er einem mitgibt? Der gibt einem wirklich ein tolles Reitgefühl. Ist sicherlich groß, aber passt zu mir. Was würden Sie denn sagen? Was war heute in der Prüfung so das High-Feeling, wo Sie gedacht haben, boah? Also ich fand im Vergleich zur letzten Woche in Hagen, wo er gut ging, wo ich einen Fehler gemacht habe beim letzten Rückwärtsrichten, fand ich, es war heute sicherer. Ich habe selber mehr Sicherheit gehabt. Ich habe dem Pferd richtig angemerkt, okay, das ist gar nicht so schlimm. Der ist in diesem Jahr erst die ersten S-Dressuren in Florida gegangen, allerdings auch nur 3 Turniere. Und von daher ist er eigentlich noch grün, aber ich habe heute gemerkt, ja, der war irgendwie da und wollte und lässt sich auch nicht ablenken von der Kulisse. Also ist wirklich ein Pferd, der vom Interieur besticht und mir viel Freude macht jedenfalls. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass heute nicht schon Sonntag ist, ja, ne? Wie ist die Marschrichtung jetzt für morgen? Ach gut, man soll die Feste feiern, wie sie kommen. Ich bin erstmal zufrieden, wie es heute war. Aber natürlich, morgen ist ein neuer Tag, ein neues Spiel, neues Glück. Ich meine, es sind gute Pferde in der Prüfung gewesen. Und ja, ich werde versuchen, morgen genauso von 2-mal abreiten, Ruhe, ganz in Ruhe das Pferd vorzubereiten und dann morgen mal gucken. Der Burgpokal und der Name Klimke, also wenn das nicht zusammengehört, das kennt man wirklich von Anfang an. Ist das schon für Sie auch aus der Verbundenheit mit Ihrem Vater was Besonderes, den Burgpokal zu reiten? Ja, also ich finde einfach diese Serie und die Unterstützung der Nürnberger Versicherung, insbesondere von Herrn Schmidt, das ist einzigartig, das Engagement im Reitsport. Natürlich dadurch, dass mein Vater die Aufgabe entworfen hat und die immer noch unverändert so geritten wird, ist es was Besonderes. Es ist jetzt nicht so emotional, dass ich sage, wenn ich mich jetzt morgen qualifiziere, dass ich deswegen eine Träne verdrücke, aber ich freue mich einfach, ja, ich habe ein tolles Pferd und freue mich, wenn ich mich qualifizieren sollte, würde ich mich nochmal freuen. Heute freue ich mich erstmal, dass es soweit gut geklappt hat. Das Ziel ist ja nun klar, denke ich mal, das Finale. Der Burgpokal in der Festhalle, das ist schon so ein bisschen, das ist schon ein Gänsehaut. Und das haben Sie auch schon mal erlebt. Wann war das? Oh, das ist, man sieht es mir natürlich nicht an, aber es ist schon eine Weile her. Ne? Ich war mir in den 90er Jahren mit Bacchus, dann war ich mal mit Amun, hieß das Pferd. Ich war zweimal im Finale. Am Anfang hatte mein Vater ja noch den Vorreiter kommentiert, da durfte ich auch 2 oder 3 Mal den Vorreiter spielen. Dann habe ich natürlich häufig meiner Schwester Ingrid entgegengefiebert, mitgefiebert, die da war, und es ist als Zuschauer immer ein Pflichttermin. Man sieht die besten jungen Pferde Deutschlands und es wäre schön, wenn es dieses Jahr nochmal mit so einem tollen Pferd klappen würde. Aber warten wir erstmal morgen in Ruhe ab. Also warten wir morgen ab, aber einen Satz, einen Schlenkerle gönnen wir uns noch. Sie hatten eben nämlich so nett erzählt, oh Mann, Mannheim, das ist lange her, aber da war ich schon mal unterwegs. Was war das? Ja, ich war mal 1994 hier deutscher Vizemeister, da gab es noch Damen und Herren. Da habe ich auch mal mit Ann-Kathrin Linsenhoff die Mannschaftsmeisterschaft, die gab es da auch noch für Hessen gewonnen. Das war, ich habe ja an Mannheim eigentlich immer schöne Erinnerungen gehabt. Dadurch, dass ich eine Weile auf dem Schafhof war, da studiert habe, das ist auch allerdings 93 bis 96, ist lange her. Aber Mannheim war immer ein tolles Turnier. Hier war auch mal ein Bundeschampionat ganz erfolgreich. Hier waren ja immer auch tolle Ereignisse und Mannheim und Reitsport passt irgendwie zusammen. Mannheim kennen Sie, Mannheim passt, Frankfurt passt, Klimke und Nürnberger Burgpokal passt. Ich würde sagen, morgen, das kann eigentlich nur ein Rundlauf werden. Soll man vorher nicht sagen, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Michael Klimke, vielen tausend Dank für Sie. Ich bedanke mich. Danke. Ja, das war er hier bei uns im Interview, der Michael Klimke. Und morgen geht es dann tatsächlich um die Wurst, wenn es Richtung Finale Frankfurt geht.